Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf. Große Anfrage der Abgeordneten Löber, Schmidt, Decker, Hofmeier, Kummer, Warnecke, Weiß und Geis, SPD, betreffend Green IT. Drucksache 19-2929 zu 19-2290. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erste Rednerin spricht Frau Kollegin Löber von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Informationstechnik gehört zu den Bereichen im 21. Jahrhundert, bei denen ein hoher und stetig steigender Ressourcen- und Energiebedarf besteht. Dies ist nicht zuletzt dadurch zu erklären, dass Informationstechnik mittlerweile vielfältige Lebensbereiche der Menschen, speziell in den Industrienationen und heranwachsenden Schwellenländern, zunehmend durchdringt und bestimmt. Um der steigenden Verwendung der Informationstechnik jedoch auf lange Sicht gerecht werden zu können, bedarf es einer effizienten Ressourcennutzung. Seit einiger Zeit gewinnen daher die ökologischen Informations- und Kommunikationstechnologien immer mehr an Relevanz. Im Sinne der ökologischen Informations- und Kommunikationstechnologien werden Umweltaspekte, wie z.B. bei der Wahl der Hardwarekomponenten und den eingesetzten Softwareprodukten berücksichtigt. Das Ziel besteht also darin, die IT-Landschaft umwelt- und vor allem ressourcenschonender zu gestalten. Der Begriff Green IT fasst nun die Bestrebungen einer effizienteren Ressourcennutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten zusammen. Hierbei kann vor allem die Optimierung der Umweltaspekte und des Ressourcenverbrauchs bei der Herstellung des Betriebs und letztlich besonders bei der Entsorgung der Produkte betrachtet werden. Hierin zumindest ist die Landesregierung mit uns einig, da sie inhaltlich unter dem Begriff Green IT die Zielsetzung einer umweltschonenden Gestaltung und Nutzung von Informationstechnologien über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg versteht. Ja, ich wundere mich auch. Es bleibt in der Beantwortung der Großen Anfrage bei diesen allgemeinen Aussagen. Der tatsächliche Lebenszyklus der Produkte wird bei der effizienten Ressourcennutzung leider nicht betrachtet. So wird bei der Herstellung der Geräte nicht auf Ressourcenschonung geachtet und bei Ende der Nutzungsdauer von den Vertragspartnern kein Recyceln oder Wiederverwerten der Produkte und ihrer Bestandteile gefordert, was eigentlich in vielen Bereichen Standard sein sollte. Es gibt keine ökologischen Anforderungen an die Vertragspartner für die Entsorgung alter Produkte. Dies wird z. B. dem Leasinggeber in eigener Verantwortung überlassen, ob die Geräte einer Wiederverwendung oder nur der Entsorgung zugeführt werden, auch nicht mehr Stand der heutigen Zeit. Die meisten Geräte werden von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung in ihrer Rolle als zentrale Beschaffungsstelle des Landes geleast. Dies führt zumindest zu ökonomischen Vorteilen und sicherlich auch einer Beachtung des Leitfadens zur Beschaffung von Computern und Monitoren. Den Leitfaden zur Beschaffung von Computern und Monitoren erwähne ich ausdrücklich positiv, da er auf viele Aspekte einer ressourcenschonenden ökologischen Beschaffung eingeht, die in den Antworten auf die Große Anfrage nicht ausgeführt werden. Unfassbar in den Antworten auf die Große Anfrage fand ich jedoch die Auskunft, dass nach Ende der Leasingfrist IT-Anlagen und Geräte an den Leasinggeber zurückgegeben werden und erst der Leasinggeber die auf den Geräten befindlichen Daten löscht. Ich hoffe sehr, dass dies eine fehlerhafte Antwort war und nicht der Realität entspricht. Datenschutz und Datensicherheit wären so nicht gegeben, wenn erst der Leasinggeber Daten löschen kann und das nicht hier innerhalb der Zuständigkeiten geschieht. Das ist skandalös.
Leider liegt der Hauptschwerpunkt in der Beantwortung der Großen Anfrage auf Strom- und Energieeffizienz, allgemeinen Aussagen zur CO2-neutralen Landesregierung und Klimastrategien. Okay, es spart Zeit, mit Satzbausteinen und Allgemeinplätzen zu antworten. Dies geht an den Fragen jedoch vorbei und wird dem Thema leider überhaupt nicht gerecht. In den Antworten wird zudem auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen verwiesen, um den Eindruck zu erwecken, dass sich die Landesregierung mit der Thematik Green IT beschäftigt hat. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie soll dann ein integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 entwickelt werden. Allgemeine Darstellung der bestehenden Vorhaben der Landesregierung ohne konkrete Aussagen zu Green IT. Es wird weiter ausgeführt, dass der Sanierungsrat im Gebäudebestand eine besondere Bedeutung zukommt. Das wirkt auf mich fast so, als ob dies aus anderen Beiträgen der Landesregierung und der Regierungserklärung einfach in die Antworten übernommen wurde, ohne die Antworten auf das Thema der Großen Anfrage Green IT zu beziehen. Sicherlich wird mir aber – der Staatsminister ist ja nicht da – sicherlich wird mir die Staatssekretärin den Zusammenhang der Sanierungsrate im Gebäudebestand mit Green IT erklären können. Ich verstehe es leider nicht. Letztlich gibt es keine eigene Strategie der Landesregierung für Green IT und keine eigens hierfür definierten Ziele. Das ist bei einer Regierungskoalition mit Beteiligung der GRÜNEN traurig, aber verwundert mich nicht mehr. Auch der, wie den Antworten zu entnehmen ist, verwendete grüne Strom kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass zum eigentlichen Thema wenig gesagt wird und wenig vorangeht, kein konkretes Ziel für die nächsten Jahre, unabhängig von allgemeinen Projekten, wirklich definiert ist. Würde es eine Strategie geben, dann wäre diese aufgeführt oder Teil einer der umfangreichen Anlagen geworden, die auch nur Aktivitäten der Landesregierung zu diesem Thema suggerieren sollen. Stattdessen nur allgemeine Statements. Ich zitiere: Ziel der Landesverwaltung ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, auch und gerade in Verantwortung für kommende Generationen. Und ich zitiere erneut: Als tragende Säule des Klimaschutzes ist das Projekt der Nachhaltigkeitsstrategie CO2-neutrale Landesregierung zu nennen. Sparsamer Umgang mit Ressourcen wird aufgeführt. Sehr beachtlich. Dies sollte schon aus ökonomischen Gründen selbstverständlich sein. Kein einziges und vor allem messbares Ziel für Green IT wird aufgeführt, weder für dieses Jahr noch für die nächsten Jahre. Die Ziele einer durchdachten Strategie für Green IT gehen über die aufgeführten Punkte, die nicht wirklich neu und nicht innovativ sind, weit hinaus. Der Gedanke Green IT fasst die Bestrebung einer effizienteren Ressourcennutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie über deren gesamten Lebenszyklus hinweg umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten zusammen. Hierbei kann vor allem die Optimierung der Umweltaspekte und des Ressourcenverbrauchs bei der Herstellung des Betriebs und letztlich bei der Entsorgung der Produkte betrachtet werden. Die Landesregierung konzentriert sich dabei nur auf den Teil des Betriebs von IT-Anlagen und Geräten, hierbei hauptsächlich auf die Energieeffizienz. Die Optimierung der Umweltaspekte und des Ressourcenverbrauchs bei der Herstellung und besonders bei der Entsorgung der Produkte wird dagegen gar nicht betrachtet. Die Landesregierung ist hier noch nicht einmal auf dem Weg, sondern auf einem Stand vor ein paar Jahren stehen geblieben. Da mir noch ein wenig Redezeit verbleibt, erlauben Sie mir ein paar Worte zu einer der letzten großen Anfragen. Leider ist Kollegin Goldbach nicht da. Ich danke ihr für die Aufzählung der von mir und meiner Fraktion eingebrachten parlamentarischen Initiativen im Bereich des Verbraucherschutzes in ihrer Rede zur Großen Anfrage zum Aktenführungserlass. Es ist schön, wenn auch die Regierungsfraktionen unsere Bemühungen für den Verbraucherschutz loben und sich mit den Themen auseinandersetzen, wie Frau Goldbach das immer wieder tut. Nur bedauerlich, dass die angesprochenen Themen seit ihrer Regierungsbeteiligung kaum Bedeutung mehr finden und sie sogar versucht, die Themen und mich persönlich lächerlich zu machen. So ein Versuch, das sage ich hier ganz deutlich, wird jedoch immer auf Sie direkt zurückschlagen. Gut zu wissen, dass wenigstens wir
die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht aus dem Blick verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Herr Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Moment, Moment. Ja, Frau Präsidentin, ich wollte nur darauf hinweisen, dass nicht eine einzige Ministerin oder Ministerin während der Debatte zur Aussprache über die Große Anfrage anwesend ist. Das kann gar nicht sein, dass alle wichtige Fachgespräche führen. Der Respekt gegenüber dem Parlament muss es ermöglichen, dass zumindest die Landesregierung nicht nur durch die Beauftragten, das ist jetzt nicht mangelnde Wertschätzung gegenüber den Staatssekretärinnen und Staatssekretären, aber angemessen vertreten ist, und dass man den Zustand erst thematisieren muss, zeigt, welchen Stellenwert die Landesregierung dem Parlament zumisst. Herr Kollege Rudolph, wir nehmen das so zur Kenntnis, aber Sie sehen, dass die Landesregierung durch Staatssekretärin vertreten war, und mittlerweile ist auch der Staatsminister, der Kultusminister anwesend. Vielen Dank. Ich rufe auf Herrn Kollegen Dietz. Ist der noch eine Wortmeldung? Wer hat sich zu Wort gemeldet? Herr Kollege Bellino zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, wenn Sie mich freundlicherweise aufrufen, Sie hatten es mir vorweggenommen, ich wollte der guten Ordnung halber und zu Protokoll festhalten, dass die Landesregierung natürlich vertreten war durch hochkompetente Staatssekretäre und mittlerweile durch einen ebenso kompetenten Kultusminister. Insofern ist die Landesregierung selbstverständlich, wie sich das gehört, vertreten. Vielen Dank, Herr Bellino. Nun, Herr Kollege Dietz, Sie haben jetzt das Rederecht, zur Großen Anfrage auch zu sprechen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf feststellen, dass die Beantwortung eine ausführliche und aufschlussreiche Datenmenge gebracht hat. Aus der Großen Anfrage ist eine große Antwort geworden. Auf 12 Seiten und darüber hinaus auf 40 Seiten Anlagen sind diese Informationen gegeben. Und unser Dank gilt den beteiligten Ministerien, vorneweg dem Finanzministerium, der Staatskanzlei, dem Innenministerium, dem Justizministerium, dem Kultusministerium, Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und dem Sozialministerium. Aus der Großen Antwort wird deutlich, dass uns in Hessen Nachhaltigkeit wichtig ist. Eine verantwortungsvolle Politik hat sowohl die aktuelle Generation als auch die folgenden Generationen im Blick. Wir stehen für eine verantwortungsvolle Politik für Hessen und setzen daher auf Nachhaltigkeit, sowohl bei den Finanzen als auch in der Klimapolitik. Wir senken konsequent die Netto-Neuverschuldung und bremsen so wirksam die Verschuldung. So erhalten wir den Handlungsspielraum auch für nachfolgende Generationen, ganz im Sinne der Schuldenbremse. Gleichzeitig engagieren wir uns für unsere Umwelt, bremsen den CO2-Ausstoß und leisten damit einen wichtigen Beitrag für unser Klima. Uns sind die Bewahrung der Schöpfung sowie der Schutz von Umwelt und Natur wichtig, denn wir tragen Verantwortung auch für unsere Kinder und Enkel sowie deren Kinder und Kindeskinder. Ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu handeln, ist unser Anspruch. Wir gehen auch im IT-Bereich möglichst ressourcenschonend vor. Das spart Kosten und schützt zugleich das Klima und die Umwelt. Auch der IT-Bereich ist in die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes eingebunden. Ziel ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, auch und gerade in der Verantwortung für kommende Generationen. Daher soll beispielsweise die Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 CO2-neutral arbeiten. Die Liegenschaften des Landes werden grundsätzlich, Universitäten nicht eingeschlossen, mit Ökostrom versorgt, damit auch die IT-Geräte, sodass bereits jetzt der Stromverbrauch beim Betrieb der Geräte CO2-neutral erfolgt. Sämtliche Maßnahmen zur CO2-Reduzierung in der Landesverwaltung haben übrigens allein von 2008 bis 2014 zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes um fast 50% geführt. Ein wahrer Erfolg. Dies zeigt eindrucksvoll, dass mit der gewählten Strategie erfolgreich wesentliche Fortschritte bei der CO2-Reduzierung erzielt werden konnten. Zudem ist der durchschnittliche Energieverbrauch pro IT-Gerät
von 2005 bis 2014 um 45% gesunken. Bei der Wahl der IT-Geräte werden die über den Stromverbrauch ermittelten Energiekosten den Investitionskosten hinzugerechnet. Damit wird berücksichtigt, dass ein vergleichsweise etwas teureres Gerät über die Laufzeit gesehen aufgrund des geringeren Stromverbrauchs unterm Strich gegebenenfalls kostengünstiger ist. Die Beschaffungsgesellschaft COPIT, Kooperationsplattform IT, öffentliche Auftraggeber, dient der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie zwischen dem Land Hessen, den hessischen Kommunalverwaltungen, den Universitäten sowie weiteren öffentlich-rechtlichen Institutionen. Aufgabe dieser Genossenschaft ist die gemeinsame Beschaffung von Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen aller Art. Gründungsmitglieder der COPIT sind das Land Hessen, die ICOM 21, KGAZ Hessen, Dienstleister für Kommunen und die Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das zentrale Rechenzentrum der HCD, Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, arbeitet nach den Grundsätzen der Green IT. Durch die weitgehende IT-Zentralisierung in der Landesverwaltung ist es entbehrlich, dass jedes Ressort ein eigenes Rechenzentrum betreibt. Durch Komprimierung und Deduplizierung wird der benötigte Speicherplatz auf ein Minimum reduziert. Das spart Investitionskosten, Betriebskosten und senkt den Stromverbrauch. Es kann vielleicht sein, dass diese Information ganz zufälligerweise übersehen wurde. Auch bei der Entwicklung von Technologien im Bereich der Green IT ist Hessen z. B. mit der Goethe-Universität in enger Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Institute of Advanced Studies führend. Für die Green IT-Technologie, Rechner wie Rechenzentren, wurde eine ganze Reihe von Preisen gewonnen. Green IT Award Bundesregierung Visionäre Gesamtkonzepte, Deutscher Rechenzentrumspreis 2012 Energieeffizienz, Deutscher Rechenzentrumspreis 2013 Visionäre RZ-Architektur, nominiert für den Deutschen Rechenzentrumspreis 2014 Energieeffizienz, Data Center Dynamics Award 2013 Data Center Blueprint, Broad Group Awards Special Commendation Energy Efficiency, Land der Ideen 2012 vor Löwe CSC, Green Cube Project of the Month BMBF. 5 Nominierungen mit 4 zweiten Plätzen für Data Center Dynamics EMEA Awards 2011, 12 und 13. 2. Platz bei den Deutschen Internet Awards 2012. Platz Data Cloud Awards 2015 Monaco. Das Land Hessen betreibt zudem insgesamt eine vorbildliche Strategie für eine CO2-neutrale Landesverwaltung, wie dies aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung zu Nachhaltigkeitsstrategien aus dem Jahr 2013 hervorgeht, in welcher die Vorreiterposition des Landes mit dem ehrgeizigen Projekt CO2-neutrale Landesverwaltung als Best-Practice-Beispiel gewürdigt wurde. In der Studie heißt es, Hessen ist das einzige Land, das mit dem Anteil der Umweltschutzinvestitionen an den Gesamtinvestitionen besonders nachhaltigkeitsrelevante Investitionen misst. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, das Land Hessen ist zum Thema Green IT bestens aufgestellt. Mein Dank gilt a. der Landesregierung, habe ich schon getan, und b. natürlich auch der SPD-Fraktion, die das mit ihrer Großen Anfrage ins Rampenlicht gerückt hat. Vielen Dank, Herr Kollege Dietz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, es ist schon sehr bezeichnend. Wir stecken mitten in einer Zeit, die uns massiv fordert, in der wir die Kinder und Kindeskinder auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten müssen. Und die Landesregierung ergeht sich dann bei der Anfrage, einer großen Anfrage aus diesem Parlament, quasi als die heilsbringende Koalition. Sie schreibt uns auf, was alles Schwarz-Grün Tolles getan hat und Gutes macht. Meine Damen und Herren, ja, Herr Kaufmann, dass Sie sich da zu Wort melden, klar. Also, ich zitiere einmal aus der großen Anfrage.
Klima- und Umweltschutz haben in den hessischen Ministerien und den nachgeordneten Behörden bereits seit einiger Zeit einen hohen und weiterhin zunehmenden Stellenwert. Naja, Respekt. Wurde die Beschaffung von Strom für die Liegenschaften des Landes vollständig, mit Ausnahme der Universitäten, auf Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt? Ich habe schon vieles erlebt, aber gucken Sie mal in so eine Steckdose. So ein Strom, der ist alles. Grün ist der nicht. Um den Eindruck von geforderten ökologischen Kriterien an zu beschaffener IT-Hardware zu geben, ist nachfolgend ein Auszug aus der aktuellen Ausschreibung zur landesweiten Beschaffung Win-IT-Hardware gegeben und so weiter und so weiter. Dass das, wie Frau Löber hier ein bisschen ärgert und dass sie das zu Recht hier auch mal anmahnt, meine Damen und Herren, da habe ich großes Verständnis für. Habe ich großes Verständnis für. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Land und mit den nachfolgenden Behörden nachhaltig einkaufen, dass wir uns selbst gesteckte Ziele geben. Meine Damen und Herren, aber das, was Sie beschrieben haben, ist reines administratives Handeln. Das würde ich einfach unterstellen, dass Sie das so machen. Aber das, was Sie eben nicht tun, meine Damen und Herren, ist mal ein Stück weit einen Ausblick geben. Ich vermisse einfach das Engagement bei Ihnen. Wo ist da die Leidenschaft? Man muss nicht immer jede Leidenschaft von Frau Löber teilen. Aber an dieser Stelle wäre von Ihnen ein bisschen mehr Engagement wäre schon angebracht gewesen. Meine Damen und Herren, wir stehen vor der Herausforderung. Selbstfahrende Autos. Wir haben Fabriken, die sich zukünftig selber steuern können. Industrie 4.0. Wir haben teilweise Ärzte, die dann über tausende Kilometer hinweg eine Operation durchführen können. Das wird bald Wirklichkeit sein. Und, meine Damen und Herren, so der digitale Fortschritt verändert unser Privatleben, aber er verändert eben auch Arbeitswelten und unsere Wirtschaft wie unsere Verwaltung sehr nachhaltig. Meine Damen und Herren, dazu muss eine Landesregierung auch einen Ausblick geben, wie sich das zukünftig gestalten soll. Und welche Voraussetzungen Sie dafür schaffen wollen? Voraussetzungen, ist das die digitale Infrastruktur mittels Glasfasertechnik? Ist das ein diskriminierungsfreier Internetzugang durch Netzneutralität? Wie steht eine Landesregierung zu Herausforderungen wie z.B. dem Vectoring? Meine Damen und Herren, wir setzen auf bessere rechtliche Rahmenbedingungen für eine digitale Ökonomie, flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie die Herstellung von dem informationellen Selbstbestimmtheit der Bürger. Dazu gehört der Abbau von bürokratischen Barrieren für Start-ups und Innovationen, mehr Offenheit gegenüber neuen Technologien und Geschäftsmodellen, wie z.B. die sogenannte Share Economy. Welche Position hat die Landesregierung zu solchen neuen Geschäftsmodellen? Auch hier ist eine Landesregierung auch Auftraggeber. Denkt eine Landesregierung über solche Dinge nach, oder bleibt sie bei dem verhaften, was es schon immer gegeben hat? Etwas, Frau Löber, das habe ich tatsächlich nicht gelesen, was Sie eben angesprochen hat. Also, da finde ich ja, das doch durchaus spannend, dass die Leasinggeber, wenn sie die Geräte zurückbekommen, dann erst die Daten löschen. Meine Damen und Herren, also da bin ich mal gespannt, was der Herr Ronellenfitsch dazu sagt. Also ich glaube, meine Damen und Herren, da müsste jetzt hier aber jeder Parlamentarier auf einmal mal ein bisschen wach werden, was die Frau Löber da ausgegraben hat, und sagen, den Dingen gehen wir noch einmal nach. Da muss die Landesregierung hier aber mal eine Antwort geben. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Da bin ich aber mal gespannt, was kommt. Wie der Datenschutz auf den Geräten der Landesregierung, wie der tatsächlich beachtet wird. Meine Damen und Herren, ich will das nicht in die Länge ziehen. Aber soziale Gerechtigkeit fängt eben nicht an bei den Sozialleistungen, die verteilt werden. Soziale Gerechtigkeit fängt schon bei unseren Kindern an. Sie muss von Anfang an müssen unsere Kinder mit digitaler Kompetenz ausgestattet werden, egal aus welchem Elternhaus sie kommen. Es endet das eben nicht bei der Beschaffung von Ökostrom, der ohnehin dann europaweit preislich gesehen seinesgleichen sucht. Meine Damen und Herren, ich denke, man muss hier
etwas mehr ausholen. Das, was die Landesregierung hier an Antworten gegeben hat, das ist an dieser Stelle deutlich zu wenig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Dorn von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich herzlich für die Große Anfrage, weil sie ja einen speziellen Teil eines sehr wichtigen Themas des Ressourcenschutzes aufgreift. Und natürlich hat auch das Land Hessen eine Vorbildfunktion, wenn es um das Thema Umweltmanagement geht, und hier speziell im Bereich Informationstechnologie. Green IT ist ein wichtiges Thema, hat viele Chancen und hat auch viele Herausforderungen. Insofern ist es sehr gut, dass wir uns dem mal widmen hier. Und Umweltmanagement ist ja wirklich etwas sehr Ganzheitliches. Und da bin ich ja auch bei der Kollegin Löber. Natürlich bezieht sich das nicht nur auf das Thema Strom, ganz im Gegenteil. Es umfasst auch nicht nur den kompletten Betrieb. Es geht vom Lieferanten bei der Beschaffung bis hin zum Recycling. Es geht ums Thema Energie und es geht ums Thema Material. Also wirklich ein sehr ganzheitliches Thema. Und anders als meine Vorredner finde ich die Bilanz des Umweltmanagements durchaus passabel. Das sind nämlich eine ganze Menge an Punkten, die angegangen werden im Rahmen dessen, wo sich eine Landesregierung eben bewegen kann. Und da möchte ich gerne am Ende noch einmal darauf zurückkommen. Natürlich muss eine ganze Menge mehr passieren, gerade in diesem Bereich Informationstechnologie. Im Einzelnen, was tun wir? Und Sie haben sich gewundert, Frau Löber, warum, oder Herr Lenders war es, glaube ich, warum jetzt noch einmal die CO2-neutrale Landesverwaltung nach vorne gebracht wird. Na ja, ist doch ganz klar, weil Green IT innerhalb der CO2-neutralen Landesverwaltung eben ein Baustein ist. Und die CO2-neutrale Landesverwaltung hat ja gerade den großen Vorteil, und das darf mal ich sagen, als diejenige, die nicht das Programm mit entworfen hat, das war ja die Vorgängerregierung, und ich habe das als Opposition schon immer unterstützt. Der große Vorteil der CO2-neutralen Landesverwaltung ist ja, dass es eben ein ganzheitliches Spektrum umfasst und anfängt von den Gebäuden bis hin zu den einzelnen Computern und Druckern. Und ich finde, das ist nämlich sehr, sehr richtig. Und deswegen ist es auch gut, dass es in diesem Zusammenhang auch in der Großen Anfrage dargestellt wird. Die Bilanz der CO2-neutralen Landesverwaltung ist auch beachtlich. Wir haben ja gerade eine Bilanz bekommen in den letzten 6 Jahren. 234.000 Tonnen CO2 wurden gespart. Und da hat natürlich keiner ein echtes Gefühl, was bedeutet das, wenn man das mal in Mittelklasse-PKWs übersetzt. Also wie viele PKWs haben wir eingespart jetzt durch die CO2-neutrale Landesverwaltung in den letzten 6 Jahren? Dann sind es 65.000 PKWs mit ihrem durchschnittlichen Verbrauch pro Jahr. Und das finde ich echt mal ein Wort für ein Land Hessen, was Sie in Ihrem Bereich tun kann. Und ich glaube, hier haben wir eine echte Vorbildfunktion, und das können wir durchaus stolz nach außen tragen. So, und jetzt mal in den Bereich hinein IT. Was können wir alles tun? Das eine ist die Frage erneuerbare Energien. Das ist sozusagen für die CO2-Bilanz sehr wichtig. Wir haben 100% Ökostrom im Land Hessen. Das ist sehr gut so. Und Herr Lenders, wenn gerade Sie das kritisieren, finde ich das ganz interessant, dass es sozusagen noch nicht konsequent genug ist. Ja, auch ich wünsche mir, dass wir nicht so viel Strom aus Norwegen haben, sondern schönen heimischen Ökostrom. Aber warum gerade die FDP dann gegen Windenergie ist, das müssen Sie mir jetzt noch einmal genauer erklären. Ja, aber man kann sich ja nicht gleichzeitig beschweren, dass zu wenig heimischer Strom hier drin ist. Das passt nicht ganz zusammen, Herr Lenders. Das nächste große Thema ist das Thema Stromsparen. Und da wurde eine Menge gemacht. Die Server, das sind ja sehr stromfressende Bereiche, wurden sehr stark effizienter gemacht. Es wurde konsequent angegangen, ein Geräteaustausch. Und auch da wurde nicht nur der Bereich Strom in Blick genommen, sondern der ganzheitliche Zyklus. Klar ist auch, also ein Drucker und Geräte haben natürlich eine Menge Material. Und man muss sich genau überlegen, ab wann ist es sinnvoll, ein energieeffizientes Gerät zu kaufen. All das wird in den Blick genommen. Es wurde schon von Herrn Dietz angesprochen. Unsere Landesverwaltung besteht nicht nur aus uns, sondern auch aus den ganzen Universitäten, und dass sich gerade die Goethe-Universität und ihre Institute da richtig hervortut, im Bereich Green IT richtig nach vorne geht und bundesweit und europaweite Preise einheimst, das zeigt, die sind wirklich hier bei dem Thema richtig gut dabei. Und ich hoffe, dass ganz viele andere Hochschulen sich da mal anschauen, was da Frankfurt macht, weil in dem Bereich kann man nicht nur was für die Umwelt tun, sondern wirkliche Kosten einsparen. Und das ist für unsere Hochschulen, glaube ich, von ganz großer Bedeutung.
Und dann ist es ja nicht nur so, Frau Löber, dass nur der Bereich Strom angeschaut wird. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja eine Menge Bereiche in der Großen Anfrage, wo man sieht, wie der ganze Lebenszyklus betrachtet wird. Allein unser neues Vergabegesetz haben wir heute Morgen diskutiert. Da kann man ja eine Menge an sozialer Kriterien, aber auch ökologischer Kriterien ansetzen. Und im Bereich IT gibt es auch eine Menge Normen, die man da heranziehen kann. Eine ist die EU-Öko-Audit-Norm. Genau, das ist eine Gesamtbilanz. Welche Geräte sind gut? Was kann man da tun? Daran wird sich hier orientiert. Auch ein anderer Bereich, den ich auch sehr spannend finde, die Frage der Zusammenarbeit. Öffentliche Auftraggeber können sich zusammentun bei der Informationstechnik und damit einfach weniger Geld ausgeben, weil sie Geräte sparen, weil sie Prozesse sparen und auch insgesamt weniger verbrauchen. Dann werden sich Standards gegeben, beispielsweise der blaue Engel, Energiestandards. Das ist alles mit drin in unseren Verordnungen. Bei der Druckertechnologie auch ein sehr materialintensiver Bereich. Da wird auf Umweltfreundlichkeit geachtet, beim Recyclingpapier. All das sind Bereiche, wo Sie sehen, es ist eigentlich ein sehr umfassender Punkt. Ja, und jetzt komme ich aber zu den Grenzen. Ja, die Landesregierung macht natürlich noch nicht, hat noch nicht alle Potenziale, die insgesamt in diesem Bereich IT sind, genutzt. Kann sie aber auch schwer, muss man ehrlicherweise sagen, weil in dem ganzen Bereich sind einfach Defizite. In dem ganzen Bereich sind unglaublich viele Potenziale noch, von der Entwicklung bis hin zum Recycling, gerade in der IT-Technologie, und die werden nicht genutzt. Und jetzt, Frau Löber, frage ich Sie als eine von Seiten der SPD-Fraktion, Sie stellen ja auch die Bundesumweltministerin, ja, warum setzen Sie bei dem Thema denn keinen Schwerpunkt auch in der Bundesregierung? Meine Fraktion hat im Bundestag schon ganz oft dieses Thema auch aufs Tableau gebracht, weil es wirklich ein Bereich ist, wo viel mehr Potenzial drinsteckt, als allgemein gedacht ist. Ich rede jetzt einmal alleine von Dingen, die ganz viele Menschen betreffen, die Frage von Lebensdauer, von Geräten, die man sich anschafft. Das sind immer wieder sehr billige Kleinteile eingebaut. Man streitet sich, ob teilweise absichtlich oder nicht, aber zumindest aufgrund des Wettbewerbsdrucks sind da leider gute Geräte an Teilen schlecht verarbeitet. Und damit gehen die viel schneller kaputt, als man gerne möchte. Und dann genau in diesem Bereich könnte man natürlich mit Gewährleistungsgarantien usw. vorankommen. Das alles wäre aus meiner Sicht ein gutes Thema für die Bundesumweltministerin. Oder auch beim Recycling. Ja, natürlich könnte das Land Hessen auch bei dem Thema Green IT im Bereich Recycling könnte man noch viel mehr machen. Aber auch da fehlen leider die Rahmenbedingungen. Die Quoten für den ganzen Elektroschrott sind leider viel zu gering. All da bestehen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir auf Landesebene gerne die Bundesregierung unterstützen, in dem Bereich weiterzukommen. Aber was ich nicht akzeptiere, ist, dass man immer dann nur auf das eigene Land zeigt, da, wo man eigene Möglichkeiten hat, die viel weitergehend sind und die uns wirklich weiterhelfen können, die einfach zu negieren. So, nicht zuletzt möchte ich noch darauf eingehen, auf die Frage, die Frau Löber aufgeworfen hat. Vielen Dank dafür. Das habe ich selber nicht gesehen. Also die Frage 19 bei der Frage, ob der Leasinggeber die Daten auf den Geräten löscht, habe ich mich jetzt auch mit meinen Kolleginnen unterhalten, wie genau der Satz zu verstehen ist. Vielleicht kann man das ja entweder heute oder auch gerne später noch einmal klären, weil das in der Tat erst einmal irritierend ist. Also die Frage 19, vielleicht kann man das auch im Nachhinein einfach noch einmal miteinander besprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schaus von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich die Große Anfrage las, erinnerte ich mich daran, dass ich vor wenigen Jahren einen neuen PC mit neuem Betriebssystem angeschafft habe und dann wochenlang versucht habe, meinen Drucker da wieder anzuschließen. Und nach vielen Versuchen und Rumprobieren dann feststellen musste, dass das Problem war, dass es keine Druckersoftware mehr gab für meinen 7 Jahre lang alten Drucker. Und das heißt, das Thema Lebensdauer von entsprechenden Geräten, ja, im EDV-Bereich, Nutzungsdauer ist in der Tat bei der
ja, wie soll ich sagen, sehr schnelllebigen Veränderung auch der Geräte und des Austauschs durchaus auch ein Thema von ökologischer Bedeutung. Ich glaube, dass das auch hier mit reingehört. Wenn wir erleben, dass PCs, Laptops, Smartphones eine Betriebsdauer haben von 2 oder 3 Jahren, auch innerhalb der Verwaltung, auch hier im Hessischen Landtag, sage ich mal, unsere Geräte nun nach 4 Jahren statt nach 3 Jahren ausgetauscht werden, dann ist diese Erhöhung, finde ich, auch unter ökologischen Gesichtspunkten durchaus positiv zu sehen. Aber das ist nur ein kleiner Teil eines sehr umfangreichen Problems, wo ich finde, dass es auch darauf ankommt, auf so etwas wie eine ökologische Gesamtbilanz und eine Gesamtbetrachtung anzustellen. Und das Problem ist sowohl die Kurzlebigkeit im IT-Bereich bei Hard- und bei Software und im Übrigen auch das, und das, so ist es ja gestrickt, dass entsprechende große Unternehmen wie Microsoft oder andere damit natürlich auch mit dieser Kurzlebigkeit besonders viel Gewinne machen. Als ich die Große Anfrage dann weiterlas, fiel mir sehr schnell auf, und bei der Beantwortung schon der ersten Fragen 1 bis 3, dass hier über Klima- und Umweltschutz, über Klimaneutralität bis 2050, über CO2-neutrale Landesverwaltung und vieles andere sehr blumig gesprochen wurde und wenig Konkretes dann zu erkennen war. Konkret war, und das war die Antwort auf diese Anfrage, fand ich jedenfalls zu Green IT, dass die HZD das alles schon macht und entsprechend im Griff hat. Ich finde es durchaus positiv, dass es gelungen ist, den Energieverbrauch bei Neugeräten fast um die Hälfte zu senken, so wie das in der Frage 7 oder in der Antwort 7 hier auch zum Ausdruck gebracht wird. Das, aber auch das ist nur ein kleiner Teil und ein Aspekt. Und ich frage mich allerdings doch, welchen Zweck die Große Anfrage hier verfolgt und was vor allem die Auswirkungen sind, mit denen wir umgehen sollen. Also welche praktische Seite, welche praktischen Empfehlungen, welche Einflussnahme wir hier als Landtag vornehmen können. Ist das Thema Green IT in der Tat geeignet für eine solche Debatte im Hessischen Landtag oder ähnlich ungeeignet wie die Debatte zu einem Aktenführungserlass der Ministerien? Und die Frage will ich durchaus hier in den Raum stellen. Kann hier angemessen und sachkundig von Abgeordneten ohne das notwendige Spezialwissen überhaupt beraten werden? Und da ich sozusagen bei der Beantwortung der Kriterien für die Beschaffung und der entsprechenden Liste an meine inhaltlichen Grenzen gekommen bin, habe ich mich dann bemüht, Experten zu befragen und auch in der Tat jemanden gefunden, der sich innerhalb der Kommunalverwaltung auch beruflich damit beschäftigt und mir einige Fragen beantworten kann. Und ich finde, dass das Thema Green IT ja nur einen Teil der gesamten Digitalisierung umfasst, wie z.B. auch die Digitalisierungsoffensive des Wirtschaftsministeriums oder des E-Government und den Masterplan dazu. Man muss meiner Ansicht nach, und das finde ich in der Tat ist ein Mangel, den wir hier in der Debatte haben, die Gesamtheit der Debatte betrachten und nicht nur den Ausschnitt und vor allen Dingen die Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt. Gleichwohl können wir durch neue Technologien, auch und gerade im öffentlichen Dienst, ich sage mal zum Beispiel durch Videokonferenzen anstelle von Dienstreisen oder die Antragstellung von Bürgerinnen und Bürgern, eine Dienstleistung der Stadt in Anspruch zu nehmen, vom heimischen Rechnerhaus auch ökologische Einsparungen erzielen. Reisekosten, Benzin, Drucker,
vieles mehr. Auch das alles ist in einer ökologischen Bilanz auch mit zu berücksichtigen. Aber wie wird das gemessen, und wie kann sozusagen das auch letztendlich beurteilt werden? Green IT losgelöst, also meine ich, von anderen Entwicklungen zu betrachten, macht nur begrenzt Sinn. Wenn die Behörden in der nahen Zukunft verstärkt Dienstleistungen elektronisch anbieten sollen, brauchen sie mit Sicherheit neue Hardware, also insbesondere neue Server und Computer. Diese wiederum werden anfangs wahrscheinlich auch mehr Strom verbrauchen, weil einfach sozusagen die Menge, die Größe zunimmt. Gleichwohl kann man bei der Beschaffung aber bereits auch auf die Strombilanz der neuen Geräte schauen, wie das ja offensichtlich hier auch dargestellt wurde. Bei kleineren Kommunen, und da will ich auch darauf aufmerksam machen, dürfte aber möglicherweise das Thema Green IT eher nachrangig gesehen werden. Am Ende werden für Sie, sofern es keine rechtlichen Verpflichtungen hier gibt bei der Beschaffung, überwiegend die Anschaffungskosten von großer Bedeutung sein. Und ökologische Geräte, ökologische Einrichtung ist bekanntermaßen auch teurer als sozusagen die Billigware, sage ich mal, auf dem Markt. Green IT kostet meiner Ansicht nach auch, und das ist auch die Meinung von Experten, insbesondere während der Umstellungsphase auf ein verstärktes E-Government erst einmal auch mehr Geld. Ob sich das dann auch wirtschaftlich rechnet und sich das dann ökologisch auch in einer Bilanz ausdrückt, kann aber nur erst nach längeren Erfahrungszeiten festgestellt werden. Das ist und bleibt eine Schwierigkeit dabei. Mein Vorschlag, sofern nicht schon ins Auge gefasst, ich glaube, dass es wichtig wäre, eine Serviceleistung für Kommunen, insbesondere für kleinere Kommunen, bei der Ausstattung, beim Umstieg, beim verstärkten Einsatz von IT-Technik vorzunehmen und auch was die Beschaffung angeht, z.B. über Ecom 21 oder andere Anbieter zentral hier auch Know-how zur Verfügung zu stellen, damit wir sozusagen das Thema breit auch und gleichermaßen auch unter ökologischen Gesichtspunkten, vielleicht auch unter Kostengesichtspunkten umsetzen können. Insofern finde ich, und das haben wir die Experten noch einmal bestätigt, dass zum derzeitigen Stand die Beschaffungskriterien, die ja in der Antwort zu Frage 7 genannt wurden, ein guter Ansatz sind und fortlaufend sozusagen auf dem Stand der Technik weiterentwickelt werden sollten. Meine Bitte ist, halt, dass wir uns diesem Thema ganzheitlich nähern. Also, das ist eine ökologische Betrachtungsweise, die weit über den Technikeinsatz hinausgehen muss und hinausgehen sollte, so schwierig sie auch ist zu erfassen und so schwierig das auch ist zu bilanzieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Staatssekretärin. Bitte schön, Frau Weiland. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Nachdem wir heute gedanklich weit gereist sind, über Panama in die weite Welt hinaus, haben wir heute Abend ein Thema, was alle Ressorts, was die Hessische Landesregierung betrifft. Ich habe jetzt das kleine Problem, dass ich zwischen Ihnen und dem Feierabend stehe und versuche, mich da auch kurz zu halten. Ich darf der SPD von dieser Stelle aus ganz herzlich für diese Anfrage danken. Auch wenn es jetzt zu später Stunde ist, dass wir dieses Thema behandeln, glaube ich, Frau Löber, und da gebe ich Ihnen völlig recht, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, ein Thema, was wir uns ja nicht umsonst auf die Agenda gesetzt haben, nämlich die CO2-neutrale Landesregierung bis Landesverwaltung bis 2030. Und warum haben wir den Rahmen so groß gewählt? Deshalb, weil wir zahlreiche Einzelmaßnahmen haben, die wir unter dieses Thema fassen.
Und Frau Dorn hatte es ja richtig benannt. Green IT ist eines dieser Themen. Dazu zählen natürlich Beschaffungsvarianten, ressortübergreifend. Alle Ressorts haben Antworten gegeben. Ist das, Herr Schaus hatte es gesagt, unter den Leitfäden beantwortet worden. Es sind zahlreiche Maßnahmen, die wir gemeinsam umsetzen müssen. Und Herr Dietz hatte auch davon gesprochen, dass wir nicht nur auf hessischer Ebene so für uns im kleinen Stübchen an diesem Thema arbeiten, sondern dass wir mit diesen Standards, mit der Goethe-Universität national, aber auch international an dieses Thema rangehen. Und Frau Löber, Sie hatten gesagt, ja, es sei ja schön und gut, immer unter dem Deckmantel CO2-neutrale Landesverwaltung. Es passiert ja nichts Wirkliches. Ich glaube, die einzelnen Ressorts mit ihren Antworten und die Beiträge, die wir hier gehört haben, haben gezeigt, wie viel auf diesem Gebiet passiert. Und dass man überhaupt einen Vergleich anstellen konnte, wie entwickeln sich Emissionen, das konnte nur deshalb geschehen, weil es eben seit 2008 eine Energiebilanz gibt. Und da finden Sie alles an Einzelmaßnahmen wieder. Und man darf doch auch mit Stolz und Recht behaupten, dass es ein Erfolg ist, wenn wir sagen können, dass seit 2008 die Emissionen sich fast halbiert haben. Und das können wir. Und das kann man natürlich nur feststellen, wenn man mit einer Bilanz arbeitet, so wie wir es getan haben. Und dass man nicht nur mit Standards und mit Leitfäden an dieses Thema gehen kann und daran arbeiten kann, sondern dass auch ein erhebliches Maß an Mitwirkung erforderlich ist, das haben wir auch alle erkannt. Und deshalb gibt es so etwas wie den Energiecup, wo die einzelnen Behörden, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran arbeiten, Energie zu minimieren und dadurch dann Auszeichnungen bekommen. Das hat sich bewährt. Und deshalb glaube ich auch, Herr Schaus, mit Verlaub, wenn ich das so formuliere, Sie sagen, ich glaube, das ist eigentlich ein theoretisches Thema und ich muss Experten fragen, dann glaube ich, das nur eingeschränkt bejahen zu können, weil es natürlich auch ein theoretisches Thema ist. Da haben Sie ja völlig recht. Aber es ist auch ein entscheidendes Thema, wo alle Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten müssen. Das ist das Thema. Und wenn die Mitarbeit nicht erfolgt, dann können wir so viele Leitfäden und Standards entwickeln, wie wir wollen. Deshalb ist es auch wichtig, dass es hier diskutiert wird und vielleicht beim nächsten Mal an anderer Stelle, sodass ich dann auch etwas ausführlicher sprechen darf und Frau Löber, Sie auch etwas mehr noch mit den Themen sich hier mit uns befassen können. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie es hier aus der SPD-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich glaube, wir haben noch einen Schritt Arbeit vor uns, speziell in der Form, wenn ich an das Unterthema Green IT denke, wird ja weniger auf die Software als vielmehr auf die Hardware geachtet. Und bei der Software, bei der Frage der Entwicklung und der Umsetzung und der Einstellung, da muss noch viel getan werden. Also, ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie uns nicht nur hier im Hessischen Landtag mit dem Thema begleiten, sondern auch in Ihren Einrichtungen, in Ihren Häusern. Da tun wir etwas für die nächste Generation, für unsere Zukunft. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Weiland. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Die Große Anfrage gilt hiermit als besprochen.